Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch einmal mein Caliban-Bild zeigen und wir legen einmal los. Dieser Bild benötigt ein Former und sieht folgendermaßen aus. Wir haben als Stance minus 18% Armor-Reduktion für unsere Gegner. Dann haben wir plus 10% Resistenz gegen den Schadenstypen, den wir bekommen. Also als Beispiel, wir bekommen Feuerschaden. Dann würden wir plus 10% Schadensresistenz gegen Feuer bekommen. Das für 20 Sekunden. Bekommen wir ein zweites Mal, würde es auf 20% hochgehen und das Ganze bis zu 90%. Und das bei jedem Schadenstypen, der uns trifft. Dann haben wir als nächstes plus 55% Fähigkeitenstärke, minus 27,5% Fähigkeitendauer. Dann haben wir plus 30% Fähigkeiteneffizienz. Plus 30% Fähigkeiten Reichweite, plus 55% Fähigkeiten Dauer, plus 30% Fähigkeiten Stärke, plus 275% Energie und zu guter Letzt nochmal plus 45% Fähigkeiten Reichweite. Da kommen wir auf Werte von einer Fähigkeitendauer von 128%, einer Effizienz von 130%, einer Reichweite von 175% und einer Stärke von 185%. Die vier Fähigkeiten einmal kurz erklärt. Ihr seht das hier schon im Bild. Die erste Fähigkeit ist ein Wirbel, womit ihr durch die Gegner durchwirbeln könnt. Ihr könnt die Stärke noch erhöhen, indem ihr Linksklick macht. Und wenn ihr nochmal Linksklick macht, könnt ihr auch zum Gegner vordashen. Das zeige ich euch gleich einmal ganz kurz. Die zweite Fähigkeit, wie ihr auf dem Bild seht, stampft er auf dem Boden. Alle Gegner, die davon nicht gekillt werden, werden sozusagen ausgenockt und schweben dann darum. Das zeige ich euch auch gleich an. Die dritte Fähigkeit ist, ihr könnt drei Sentients rufen, die mit euch kämpfen. Ist ganz lustig, ich finde sie aber nicht so wirklich stark. Aber das zeige ich euch gleich einmal. Die vierte Fähigkeit, ja, wie ihr schon sehen könnt, macht so einen Laserstrahl, der dreigeteilt ist und alle Gegner, die ihr damit trefft, von denen wird die Armor entfernt und das Schild. Das Ganze zeige ich euch jetzt auch mal an Gegnern. So, das ist natürlich auch bei Gegnern, die ein hohes Level haben und viel Armor haben, viel Schild, besonders hilfreich. Ich lasse nochmal neue Gegner spawnen, damit ihr das mit dem Schild seht, weil wir haben dort kein Schild mehr. Dafür machen wir hier einmal killen, einmal neu spawnen und dann nochmal dahin. Wir achten jetzt mal auf den hinteren Gegner, auf den Moor. Wir fangen mal mit der vierten Fähigkeit an, damit man das einfach mal direkt sehen kann. Der Laser geht durch, das Schild ist direkt weg. Sammel einmal die Energie auf, dann zeige ich euch mal die erste Fähigkeit. Das ist der Wirbel. Ihr könnt hindashen, ihr könnt die linke Maustaste gedrückt halten. Dann seht ihr oben rechts und der Schaden wird dadurch erhöht. Dadurch wird der Wirbel ein kleines bisschen stärker und macht auch eigentlich schon dann schon ein bisschen Damage. Ich sag mal ein bisschen. Ich finde sie ist nicht so ultra krass, aber man kann damit arbeiten. Dann kommen wir zu der zweiten Fähigkeit. Das ist, ja, ich zeige euch das vielleicht auch noch einmal an Gegnern. Das ist besser zu sehen. Die zweite Fähigkeit ist dieser Stampfer. Wie gesagt, entweder killt ihr damit die Gegner direkt, killt ihr sie nicht, sind sie in so einem Schwebezustand, kurz ausgenockt, kann man sagen. Und da könnt ihr sie dann killen. Die dritte Fähigkeit von Caliban ist die Sentience rufen. Da könnt ihr bis zu drei Stück rufen, die dann dementsprechend für euch kämpfen. Und ja, ist auch ganz praktisch. Man sieht schon, sie bekommen jetzt, also es machen nicht besonders viel Schaden, aber es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, würde ich sagen. Und die vierte Fähigkeit hatte ich euch ja schon gezeigt. Das wäre dann der Strahl, womit ihr das Schild und die Armor von den Gegnern runterbekommt. Was natürlich, wie gesagt, bei hohen Leveln schon sehr praktisch ist. Ja, das war der Bild für Caliban. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie euer Bild für ihn aussieht, was ihr anders machen würdet. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.